Soll also es heißen. Ja, super, ich kann nicht alle drei gleichzeitig ausschalten. Metal Gear Solid. Du komm. Ja, komm mal her! There goes one. Er kommt mir bekannt vor. Auf ihn! Wo hab ich den ja, scheiße. Tschüss. Und du nerv mich. Saverio! Ich komme mit mehr Wachen zurück! Tust du nicht, wenn ich dir hinter... Er... Ich glaube, ich bin entkommen. Du? Und entkommen? Nicht vor Ezio. Nicht vor mir, Junge. Er wird mich nicht kriegen. Werde ich das nicht? Bist du dir da so sicher? Lucky. Pick. Hä? Oh, super. Ich hätte einen anderen Weg. Ausweg finden, bevor er mich. Ich muss einen Ausweg super. Finden, bevor er mich tötet. Du, das werde ich sowieso tun. Davon mal abgesehen, ich muss dich nur finden. Lasst mich doch! Kleiner Schwanzlutscher. Er. Ich glaube, ich bin entkommen. Bigaboo, mich wirst du nicht los. Kleiner Penis, ey. Krieg dich sowieso. Schneller! Komm her. Komm her. Schneller! Wir werden angegriffen. Wachen! Hä? Ich hab X gedrückt. Warum hat er ihn nicht angegriffen? Ich hab X gedrückt in der Luft. Warum hat er nicht angegriffen? Er hätte ihn einfach locker stechen müssen. Wieso hat er das nicht getan? Ich kann es auch mit euch aufnehmen. Damit habe ich kein Problem. Wow, deine Achse ist im Weg, Junge. Also nichts Riskantes, Männer. Wartet auf eure Chance. Der Winkel kann er nicht abdecken. Besser, du stirbst jetzt schnell, Verräter. Erinnert ihr euch an den aus Pisa? Nerv nicht. Jetzt kann er nicht alle besiegen. Wir machen ihn mürbe. Na komm. Du wirst ihn in den Weg lassen. Seine Winkel kann er nicht abdecken. Vogliamo aprire le... Irgendwas stimmt nicht. Seid nicht schüchtern. Du atmest noch. Avanti, mi stai annoiando. Merda! Merda! Halt doch die Fresse! Das ist... Das Anvisieren ist echt scheiße. Jetzt kann er nicht abziehen! Leck mich doch, Junge, ey. So.
Bald wird nichts mehr von dir zum Begraben übrig sein. Komm, komm, komm her. Pieks, pieks. So. Hier ist nichts. Rein, nichts. Wow, habt ihr eine Scheißbude hier, ey. Die ist ja voll für den Müll. Entschuldigung. Et benedictio Dei omnipotentis, patris et filii et spiritus sancti, descendat super vos et maniat semper. Grazie, padre. Bernardo? Alles da. Schwerter, Knüttel, Äxte, Rüstung, Bögen. Unseren Leuten wird nichts fehlen. Das Geschenk ist wohl die Zustimmung des Papstes. Er gab der Aktion seinen Segen. Solange niemand getötet wird. Für den Duomo morgen früh ist alles bereit, Signore. Der Köder ist gelegt, auch wenn es nicht leicht war. Sein dummer Bruder ändert ständig die Pläne. Si. Wir müssen aufpassen, damit Giuliano morgen auch aufsteht, um in die Kirche zu gehen. Was ist denn, Jacopo? Glaubt ihr, dass sie etwas ahnen? Unmöglich. Die Medici sind zu arrogant oder zu dumm, um etwas zu merken. Wahrscheinlich beides. Unterschätze unsere Feinde nicht, Francesco. Oder hast du schon vergessen, wie dein Sohn umgebracht wurde? Dieses Mal gibt es keine Überraschungen, Maestro. Ihr habt mein Wort. Sehr gut. Ich sollte dann los. Ich habe noch etwas zu erledigen, bevor ich nach Rom zurückkehre. Meine Herren, morgen scheint eine neue Sonne über Florenz. Möge der Vater des Verstehens uns leiten. Möge der Vater des Verstehens uns leiten. Ihr seid doch alle irgendwo gestört. Aber ganz heftig. Sieh dir die Statue an. Sie ist identisch mit der in der Villa Auditore. Du hast wohl eines der Assassinengräber gefunden, von denen Ezios Onkel sprach. Erstmal die Truhen. Da wir nun den Eingang kennen, markiere ich die Orte mit Gräbern in der Datenbank. Aha. Ich frage mich, wo der Ausgang sein könnte. Über 6000 Florenz. Boah. Und nochmal mehr dazu. Leichenbestatter. Gott. Doof aus. Super, ich komme aus dem Gully wieder raus. Das Licht der Welt aus dem Arsch der Welt. Ich weiß, wo und wann ich Francesco finde. Aber... Was ist denn? Ich habe etwas gehört. Sie haben Waffen, genug für ein ganzes Bataillon. Sogar der Papst unterstützt sie. Das ist typisch für Sixtus, aber... Was zur Hölle planen sie? Ich konnte nichts Genaues verstehen, aber es geht um die Medici. Und es beginnt morgen früh am Duomo. Die Medici gehen dort alle zur Sonntagsmesse. Gemeinsam mit fast ganz Florenz. Sie werden es genau während des Hochamtes tun. Doch das gibt mir die Gelegenheit, in der Masse unterzutauchen.
nah ranzukommen und alles aufzuhalten. Wenn Sie Erfolg haben, wenn wir Lorenzo verlieren und Florenz an die Pazzi fällt... So weit wird es nicht kommen. Ich verspreche es. Ich hoffe, ihr behaltet recht. Ich mach das schon. Geheime Orte Assassinengräber. Okay. Cool, was sich jetzt schon alles in der Truhe gesammelt hat. Das geht alles nachher wieder in die Staatskasse. Ratz. Oh, das waren die Reichen. Die haben nichts gemerkt. Die haben sogar 12 Florenz dabei. Der auch. Kommt, Freunde. Diese neuen Minen machen meine Metallwaffe. Reparieren. Einmal alles. Kostet ja nur 120. Warum nicht? Alter, es gibt so viel mehr immer. Warte, was? Nee. Da gibt's... Pff, ich geh wieder auf den Korb mit den Totschläger. Oh Gott. Was ist das denn? 2200 werden denn immer noch genug, um alles ein bisschen zu reparieren. Stilett. Wurfmesser finde ich sowieso irgendwo unnötig. Rüstet sich das immer automatisch aus? Das würde ich gerne mal wissen immer. Ja, Stilett. Gillett. Ein Taschendieb? Das ist so ein hartes Wort. Bist du betrunken? Nein, bin ich nicht. Ganz ehrlich, wer liest da einen Steckbrief? Weg damit. Ah, da ist ein Aussichtspunkt. Kommt mal runter. Ihr tut ja gerade so, als ob ihr mich fangen könntet. Wie süß. Ach, da kann ich hoch. In der Zeit kletter ich hier mal hoch. Sieht so Hammer aus. Ups. Moment, hier ist schon wieder ein Steckbrief. Ich hab den doch eben gerade abgerissen. Verdammte Straßenakrobaten. Alle verrückt. Halt, du kannst nicht einfach... Dann komm mal her, Junge. Dann komm mal her. Die haben da schon wieder den Steckbrief aufgehängt. Vor allem, wie haben die... Die sind echt irgendwo bekloppt, hängen überall andauernd wieder neue Steckbriefe auf. Na komm doch her. Faggot. Irgendwo hier ist ein Steckebrief. Da ist die Mission, wo ich noch nicht hin will. Da auch hier wieder. Wer liest bitte da einen Steckbrief? Ich kletter da mal hoch, nur um den Steckbrief zu lesen.
was. Geh mir nicht auf den Keks. Lasst mich los. Aua. Gute Nacht. Ach ja, ich bringe echt Leute in Schwierigkeiten. Vor allem mich selber. Okay, das Assassin-Grab ist mir jetzt erstmal wichtiger. Ich? Mir etwas brechen? Nö. Oh, cool, Nutten. Lass mich raten, das befindet sich in einem Gebiet, wo ich noch nicht hin kann. Noch nicht hin darf und so ein Scheiß. Sieht mir jedenfalls stark danach aus. Mal auf die Karte gucken. Nimmt schon wieder saulange auf, aber es macht so unheimlich Spaß. So, da möchte ich jetzt mal hin. Ich darf ja hier offenbar lang, also von daher. Es sieht mir nämlich so aus wie so ein... Moment, hä? Ist überhaupt das da, wo ich hin will? Sieht nämlich nicht so aus. Nee, hier ist das Assassin versteckt. Da will ich hin. Das Assassin Grab. Da möchte ich hin. Das ist nämlich für mich viel interessanter. Da gibt es echt hier... Wie war das? Man muss echt... Ich glaube, das hat mir aber auch jemand geschrieben. Man muss sämtliche Siegel finden, damit man das... damit man irgendwann weiterkommt. Wow. Oh, da ist noch so ein Ding. Aussichtspunkt. Komm ich ja eigentlich nochmal schnell hin, ne? Betonung liegt auf schnell und nochmal hin. Ja, nee, ist klar. Na, da heißt das nicht. Gib mal her.